willkommen für Theaterstadelzeit. Ah, da schon her, Schwiegermama. Wieder recht fleißig bei der Arbeit, hä? Ja. Soll dir helfen? Was denn? Kartoffelschälen. Du und Kartoffelschälen. Da kann schon sein, dass unsere Schweindeln das meiste kriegen und mir dann hungrig vom Tisch aufsteht. Nein, ich wäre schon allein fertig. Schau du lieber, dass bald eine gescheite Hauserin am Hof kommt. Ja, nein, übers Knie kann ich das nicht brechen, gell? Und du darfst uns wirklich glauben, dass ich alles mache, dass wir eine Hauserin herkriegen. Aber Hexen kann ich auch nicht. Nicht? Müsst ihr sie ja inzwischen gelernt haben, mit Tischl, Ruck und Geister beschweren, was du alleweil magst, mit den dreimal verteiften Hexen, Glubbibberern. Ei, 14 Nothelfer, verzeiht's mir, die sind. Hast wieder mal deine Lieblingsplatten aufgelegt, hä? Nieder mit dem Spiritismus. Aber tröste dich, das verstehst du nicht. Ja, das will ich auch nicht verstehen. Tischl, Ruck und Geister beschweren, wie man so was Sündhaftiges machen kann. Erst bei der letzten Sitzung haben wir gesagt, dass wir bei der nächsten Sitzung, die ja sowieso heute ist, die Geister einmal befragen, wegen einer Hauserin und ob sie uns vielleicht einen guten Rat geben können, dass sie selber noch den Hafen der Ehe ansteuern können. Du, da muss ich ja gleich lachen. Nein, es ist schon was. Auf unseren Hof, da fehlt eine weibliche Fürsorge. Der Hansl, der braucht eine Frau, du brauchst eine Schwiegertochter, ich brauche eine Helferin und das Viech im Stall braucht eine Bäuerin, nicht? Jetzt will ich dir mal was sagen. Damit du wieder beruhigt bist. Morgen werden wir vielleicht schon eine neue Hauserin haben. Na, was sagst du jetzt? Ja, was soll denn die herkommen? Unser Rat habe ich in Zeitung neu drucken lassen. Und morgen werden schon die ersten Bewerberinnen kommen. Du hast in Zeitung was neu. Was hast du neu schreiben lassen? Ja, dass halt der Pfisterer Hof eine Hauserin sucht, eine recht fleißige, eine tüchtige, der was versteht und was kann. Ja, hättest du noch reinschreiben sollen, eine Saubere muss sein und eine Ledige soll sein und eine Junge soll sein. Wie das? Ja, weil es sich noch machen lässt. Für einen Hansl, weißt du, das lässt sich leicht aus einer fashionschneidigen Hauserin eine liebe Jungbäuerin machen. Ja, und wenn er doch noch nicht so vielleicht aus dem Mittelalter kommt, dann kann man vielleicht eine fashionschneidige Altbäuerin draus machen. Geh, fangst du jetzt schon wieder an? Nein. Schau, wie ich das erste Mal geheiratet habe, dann habe ich die als Schwiegermutter mitgekriegt. Ja, meine Frau ist mir ja leider gestorben. Aber die habe ich auch noch. Ja, und jetzt, wenn ich noch mehr heiraten darf, dann kriege ich dann noch mehr Schwiegermutter. Dann gehört für Schala und Courage dazu. Du kannst den Fall mit mir nicht begleiten als Schwiegermutter, gell? Nein, das tue ich auch gar nicht. Ich hätte mir gar keine bessere Wünsche, als wie ich die habe. So, und jetzt hörst du auf mit deinen Malefizkartoffeln. Da schon her, die gibt's deine Schweinball heute alle. Ja, spielst denn du, ha? Die sollen heute auch einmal Freude haben. Ich muss sowieso noch fort, dann bring er vom Kramer gleich ein Backerl fertig mit, gell? Ja, der Hans Wurst haut mir die ganzen Kartoffeln ins Autoland rein. Aber morgen kriegst du nichts zu essen, bloß eine Nudelsuppe, ohne Nudeln. Du alter Spiritus-Dantler. Ja, Oma, sag einmal, wer hat denn die so aus dem Häusl gebracht, dass du gar so schimpfen musst? Hansl, komm einer, mit dir hab ich was drin, ganz was Wichtiges. Ja, wenn's was Wichtiges ist, dann komm ich natürlich sofort. Er muss mir nicht sagen, ob er schon ein Madel hat. Um was dreht sich's denn um? Ums Heiraten. Ums Heiraten? Mhm. Meinst du nicht, dass ich da ein bisschen zu jung bin für dich? Geh, Kasperl, für mich doch nicht. Sag einmal, hast du noch nie ans Heiraten gedacht? Also wenn du schon so neugierig bist, dann kann ich dich nicht mehr länger zappeln lassen. Und dass mir die Mädel nicht mehr gleichgültig sind, das ist doch klar. Hast du schon eine am Bantel? Freilich. Du, und wie ich die am Bantel hätte. Aber leider ist die verkehrte. Mit der komme ich nie zum Heiraten. Ja, warum das? Ja, weil mein Vater da nie einwilligen tät zu der Hochzeit. Na, kennt er's denn? Na, schau, sie kennt er nicht, aber ihrem Vater kennt er. Und mein Vater und ihr Vater, die sind wie Hund und Katzen aufeinander. Ja, ist er hiesige. Ja, 3 Stunden von da haben sie einen Anwesen. Der Ramsauer Hof. Ist doch ein Begriff, oder? Der Ramsauer Hof! Ja. Am Ende derselbe Ramsauer, der mit deinem Vater einen Prozess gehabt hat wegen dem Fischwasser. Gerade derselbe. Oh, du lieber Gott, nein. Ja, was tun wir denn da? Ja, Oma, da können wir nichts Besseres tun, als wir abwarten. Abwarten, da haben wir keine Zeit dazu. Du musst heiraten und zwar bald. Sonst kommt dein Vater nur auf Heiratsgedanken und für dich ist der schöne Hof beim Teufel. Ja. Da schau her, der Hansl ratscht gemütlich mit der Großmutter.
ist ja doch ein Kittelschmecker, gell? Auch wenn der Kittel noch so alt und zäh wie eine Bockhaut ist. Du siehst es, ja? Die Oma hat heute so viel zu mir erzählen, die redet nur vom Heiraten. So, ja, ja, schön langsam wird's kindisch, das ist schon gut. Nein, nein, mich möcht's unter die Haube bringen. Dich? Ja. Gott sei Dank, ich hab schon gemeint, ich bin das Opferlamm. Du, der Opferlamm. Das ist Mannsbild, könnte manchmal fressen. Ja, vor lauter Liebe, gell. Ja, oder was? Ja. Da braucht ihr ein paar Liter Rizinus seit der Nacht, nicht? Okay. Alle 14 Nothelfer verzeiht. Siehst du, sitzt dir mal her. Ja. Du. Meinst du, dass das heute Abend zum Klappen kommt mit unserem Lumpenstückel? Ja, das muss klappen. Hast du dem Mädel auch geschrieben, dass wir heute deinem Vater das Tischruckerspiel vorspielen, die Komödie, ha? Und dass sie morgen die allererste sein muss, die sich als Hauserin bei uns vorstellt? Gerade wie es du gesagt hast, so habe ich ihr geschrieben. Na gut. Dass sie die erste ist und um die Stelle als Hauserin anfragen kann. Na, ist ja gut. Und wenn es ein paar Wochen da ist, und sie ist wirklich so lieb und so nett, wie du immer sagst, dann werden wir deinem Vater schon so weit bringen, dass er dir auch eine ramsauerische zur Bäuerin gibt, gell? Du, da fehlt sie nichts. Ja, sie darf aber ja nicht sagen, wer sie ist, gell? Warum? Na ja. Sie heißt Froni Vordermeier und den Namen kennt doch der Vater nicht. Ja. Er kennt doch nur einen Hausnamen und der ist Ramsauer. Na ja, gut, Herr. Ja. Ja, gut, und auf alle Fälle lasse ich heute Abend die Geister tanzen wie die Affen im Zirkus. Ja, ja. Bloß eine sehr wichtige Sache bräuchte ich noch, ja. Ja, was wäre das? Eine Flasche Schnaps. Ein Schnaps? Ja. Für was brauchst du den? Zum Saufen, hast du gemeint, zum Einreiben. Ja? Na, weißt du, wenn bei mir oben der Geist ein bisschen nachlässt, dann brauche ich etwas aus der Geisterflasche zum Nachfüllen. Ja? Ja, also auf den Schwindel bin ich neugierig. Ja, das ist das allerwichtigste Instrument, was es gibt. Eine Flasche Schnaps. Naja, also, wenn das Einzige ist, was dann abgeht dazu, ja, dann soll es mir nicht drauf zusammenkommen. Also nachher. Jetzt pass auf. Herr mit dem Pulver. Da hast du ein paar Michael, schau her. Den kaufst du einen Schnaps dafür. Das ist aber ein billiger Schnaps. Ja, der tut schon lang für dich. Ja, gut. Du, aber dass das klappt, das ist deine Sache, gell? Ja, das klappt schon. Ich hol die Ramsauer-Tochter, dass sie morgen in der Früh um 7 die Erste ist, die zur Stelle als Hausrin anfragen. Das ist das Allerwichtigste, jawohl, gell? Also. Und ich geh jetzt zum Kramen über und hol mir meinen Geister-Nachfüllflaschen, gell? Du brauchst keine Angst haben. Wird schon klappen. Oh. Ja, siehst du's. Ich muss mich bloß eisern zusammenreißen, dass mir da das Lachen nicht auskommt. Du, Hansl. Ja, Oma. Morgen kriegst du eine Leibspeis. Ja. Kartoffelknödel. Ja, Gott sei Dank. Endlich einmal wieder. Du, und trag noch recht viel auf. Vielleicht sitzt die neue Hauserin schon am Tisch. Oh, wenn mir lieb ist, da die neue Bäuerin am Tisch sitzen. Solche Berge Knödel da die auftragen. Du, die Bäuerin ist auch nicht mehr weit. Die erste, wo kommt, wird Hauserin und auch meine Bäuerin. Warum gerade die erste? Nein, weil mir das gerade so einbaut. Und man sagt doch immer, nichts Besseres kommt nicht nach. Ja, hoffentlich kommt er gescheit. Ja, ich drück da alle zwei Damen und Zehenwussel die Arme durcheinander. Hansl! Ja? Du Hansl, schnell geh in den Stall aus. Zehn zu unserem Markt ist umgefallen, rührt sich nicht mehr und reibt sich nicht mehr. Was, die Zehnt? Umgefallen? Ja, was tun wir denn da? Da müssen wir nachschauen. Komm, ja, schnell. Ja, schau mal nach. Ja, schnell! Hast du ihn gehört? Schnell! Hast du mich schon einmal schnell gesehen? Ja. Außerdem pressiert es ja nicht mehr die Lichter bereits. Ja, jetzt geh doch. Nur nicht hudeln. Nur nicht pressieren. Der Rinde feine, gell? Geht schon. So, und der hat gleich kalte Umschläge machen und der hat in die frische Luft raus und fahrt sie zum Doktor rüber. So was. Legt sie hin und rührt sie nicht mehr, ha? Aber das kommt nur von der Malefiztanzerei und von der Rumbossiererei. Ich war auch mal jung. Ich habe auch getanzt und im Bossieren war ich auch keine Schlechte. Aber wenn ich mich da am anderen Tag aber gleich hinlegen hätte müssen, hätte ich mir gleich mal liegende Beschäftigung schauen müssen. Alle 14 Nothelfer, verzeiht mir das. Was ist jetzt mit der Zenz? Ja, ich glaube, so arg ist nicht, Oma. Wir haben sie jetzt am Wagen aufgekommen und der Simmel fährt zum Doktor rüber. Das ist jetzt dumm. Jetzt haben wir morgen im Stall draußen niemals als wie ein Simmel. Oma, schau, das macht doch nichts. Du, auf das Heiratsinserat. Da wird sich bestimmt eine mehr melden und da, die können wir dann zur Aushilfe als Magd schon einstellen. Ja, hoffentlich kommt der Gescheite, hoffentlich. Ach so, was fällt die um? Wo fährt denn der Simmel mit der Zinzi? Zum Doktor ist er rübergefahren. Ich weiß aber nicht, was er hat. Die wird schon das Richtige haben. Da haben wir es ja so in der letzten Zeit schon immer gedacht.
Ja, unwohl sei, jeden Augenblick. Und die Figur, die wird doch jeden Tag molliger. Ja, das ist halt ein Zeichen, dass ihr bei uns nichts abgeht. Nein, gewiss nicht. Ich glaube, er ist halt ein bisschen zu viel erwischt. Ach, so meinst du? Ja, genau so. Ist das eine Gaudi mit der Zinze? Fällt die Stange gerade um. Ja, siehst du's? Was hast du denn? Sag mal, was machst denn du am helllichten Tag mit einer vollen Flasche Schnaps in der Hand? Erstens ist der Tag nicht mehr so hell. Zweitens geht es der Geisterstunde entgegen. Und drittens ist die Flasche schon lange nicht mehr voll. Was denn die überhaupt, ja? Hab ich von meiner Großmutter gekriegt zum Muttertag. Meine Großmutter ist ja mindestens schon 20 Jahre tot. Das macht doch nichts. Seit ich Beziehungen zur Geisterwelt habe, kriege ich jede Woche ein Liebespaket und diesmal war eine Flasche Schnaps dabei. Das sind aber schöne blöde Geister, seit die dir alten Saufhausen einen Schnaps spendieren. Oha, oha, gell, langsam mit dir los, gell. Ja. Also die Zinsen habe ich jetzt abgeliefert beim Herrn Doktor. Ja? Es wird noch eine ganze Zeit lang dauern, hat er gesagt, weil es nämlich ins Krankenhaus muss. Schön. Ja. Und was fehlt dir denn? Das hat mir der Doktor nicht gesagt. Also. Warum hat er da nichts gesagt? Weil ich ihn nicht gefragt habe. Herrgott, bist du ein Depp? Ja, jetzt können wir gleich anfangen. Jetzt sind wir vier. Was? Vier Deppen? Nein! Vier Mannsbilder zum Tisch und Rücken, ne? Also. Wieso vier? Wer denn? Ich? Da kommt lang nichts, dann kommst du. Dann kommt der Hansel und der Simmel. Simmel, das ist die Herzensgeweide, komm. Der Simmel? Ja. Das mag eine nette Gaudi werden. Warum? Sag mal, Simmel, verstehst du überhaupt was vom Okkultismus und vom Spiritismus? Gell, du weißt ganz genau, dass ich nicht heikel bin. Milmus, Grismus, ist ja alles und Vincemus, auch ein Spiritismus. Der Kerl denkt bloß ans Fressen. Aber wichtig ist, dass er ein paar Hände hat, das ist sehr wichtig. Ja? Also zuerst noch einen Schluck von meinem Geist. Nein, das geht schon wieder gut an. Da glaube ich, kommt nichts Gescheites raus dabei. Oh, da wirst du täuschen. Haha, heute lasse ich die Geister tanzen, das ist ganz wichtig. Jetzt pass auf, Sim. Jetzt tun wir mal deine Bratzen da her. Nein, auseinander, so. Der kleine Finger muss bei mir anstoßen, der Daumen und drüben, sodass wir den Geisterring schließen können. So, sind wir soweit? Also nachher. Alle guten Geister, steht uns bei. Wir brauchen eine Hauserin und eine Weih. Eine Weih, Weih. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Warte mal. Da sehe ich halt wieder schwarz. Ja, da sehe ich schon eher blau, du weißt schon gut. Schau, da warte ein bisschen, der mir weg. So, also jetzt fangen wir an. Herrgott, hat der dreckige Bratzen, sag mal, schämst dich gar nicht. Warte ein bisschen, was ja, muss nicht. Das bleibt sitzen, sonst werden wir ja nicht fertig. Red doch keinen Unsinn und fangen wir mal an. Also, lieber Geist, bist du da? Da ist er, ist er da, ist er da, ist er da, gell? Ja? Siehst du, das haben wir schon gegriffen. Also, na, also jetzt fangen wir an, gell? Siehst du's? Was denn? Warte ein bisschen. Was denn? Ich muss mich schnell noch schneiden. Jesus Maria, geht's her. Also, Simmel, ja, Gottes Willen. Also, mach jetzt einmal zu, sonst verschwindet der Geist wieder, der wohl schon mal da war. Also, sind wir der Geisterring ist geschlossen. Also, sind wir soweit. Geist, bist du da? Ja, ist er doch, ja. Also, lieber Geist aus dem Jenseits, wenn du ein guter Geist bist, dann klopfe bei Ja einmal mit dem Tisch und bei Nein klopf bitte zweimal. Hast du mich verstanden? Siehst du das? Sag mal bitte. Hab mich sofort verstanden. Ne? Also pass auf. Wir bräuchten eine Hauserin und eine Bäuerin. Weil wir uns aber das nicht leisten können, du weißt ja selber, wie viel die Weiber essen. Und dann ist es vielleicht am besten, wenn wir das so machen würden, wenn du uns eine Hauserin schicken tätest, die auch später dann Bäuerin werden könnte. Hast du mich verstanden? Ja, siehst du es? Wir haben jetzt ein Inserat aufgegeben und jetzt müssten wir wissen, die welche die Hauserin und spätere Bäuerin wird. Die wievielte? Die erste. Die erste. Haben wir schon. Die erste, wo kommt, ist Hauserin und wird später Bäuerin. Ja, frag doch auch gleich noch am Markt. Das eine brauchen wir doch auch noch. Ja, richtig. Ja. Es geht schon aufwaschen, gell? Hallo? Bist du da? Ja, ich bin da. Also, wir bräuchten jetzt aber auch noch eine Magd. Die wievielte soll es denn sein von denen, die sich vorstellen bei uns? Die zweite. Siehst du das? Haben wir schon. Die erste wird Hauserin, später Bäuerin und die zweite wird die Magd, die Stallmagd. Na also, na haben wir es ja. Herzlichen Dank für die Dienstbotenbeschaffung. Soll der Bauer vielleicht ein paar Maß Bier stiften für die armen Seelen? Ja? Na schau her. Wie viel denn? Fünf Maß, fünf! Fünf Maß Bier, hast du gesehen? Ja! Fünf! Sag mal, spinnst du, wir sind ja bloß vier! Ja, vielleicht hat der Geist auch noch durch, ne? Also herzlichen Dank für die Bierbeschaffung, für die Dienstboten, gell? Auf Wiedersehen im Jenseits, viele Grüße an die Würmer. Gell, was selber?
schon fort. Haben wir's schon. Ich weiß nicht, das war so eine spaßige Sitzung heute. Gar nicht so ernst, als wir so. Ja, ganz einfach, das war ein lustiger Geist. Die da drüben, die haben ja auch gaudi Burschen, ne? Hätte doch besser im Arbeitsamt angerufen. Behörde ist eben doch Behörde. Ja, aber am Amt gibt's keine Herde. Behörde. Behörde, und was heißt Behörde? Die sind auch nicht geistige wie unsere Geister. Und wenn es wirklich schief gehen sollte, dann fordern wir einfach noch mehr einen Geist an und da fragen wir gleich nach einem Intelligenten, ne? Ja, von mir aus. Meinetwegen, ich gehe jetzt in den Segen über. Ja. Muss ich mal das Leiterwagen noch in den Remisen schieben. Auf geht's, Leiterwagen. Leiterwagen. Ja? Leiterwagen, dass uns das nicht eher eingefallen ist. Wieso denn? Ja, weil das hätte auch der Geist aufräumen können. Ja, Frau Halle, machst gar nichts mehr. Du, komm, jetzt verschwind. Jetzt kann ich wieder dann ausreiten. Ja, Geisterwachs. Ja, was sagst du denn? Ha? Hast du ihn hingehauen? Siehst du, du bist ein Alodri. Du hast ja den Tisch immer mit den Knie hochkommen. Na ja, ja. Nicht nur da muss man es haben, auch da muss man es haben. Ja, ja. So, und jetzt will ich den Bauern, lass mir das Geld geben für die paar Massen, die wir kriegen, gell? Ja. Der Geist, der will, ist ein Himmelreich. Ich kann es auch noch eine Masse vertragen. Ich bin gleich wieder da. Lass dich schmecken. Der Sixtus. Aber mich wundert nur eins, dass da der Vater nichts gespannt hat davon. Du, Hansl? Ja, Oma? Wenn die Zänzel nicht da ist, soll ich morgen in der Früh in den Stall hinausgehen. Na du, da wird doch der Simmel allein auch fertig. Du, und bis morgen Mittag ist bestimmt schon eine da. Und wenn's gut geht, sogar vielleicht zwei. Was zwei? Was tun wir denn mit zwei? Du sitzt dir mal hin. Ich muss dir was anvertrauen. Du, da siehst du's. Der hat jetzt gerade am Vater beim Tischlrucker ausgeschmiert. Und hat die ganze Geschichte so hidrat, dass die erste, wo kommt, Hauserin wird und auch Bäuerin. Und die zweite nicht mehr als Magd. Und ich fahre in aller Herrgottsfrüh zu dem Ramsauer Hof und hol die Froni ab. Und ihr müsst Obacht geben, dass mir keine dazwischen kommt. Was hab's denn da wieder für ein Lumpenstickel gemacht, das war? Und ich soll da mithelfen? Freilich. Alle 14 Nothelfer, verzeiht's mir, die sind. Du Oma, dein Wunsch geht dann auch in Erfüllung. Der Hof kriegt eine Bäuerin und ich krieg eine Frau. So wolltest du das doch immer schon haben. Ja, ja, das war freilich schon immer mein Wunsch. Ja. Wie heißt's denn? Froni heißt's. Froni Vordermeier. Ja, aber ich muss jetzt in den Stall als Ross und Wagerl herrichten, gell? Und der hat's mir schon Obacht geben. Vierte. So, Froni heißt's. Na ja, ist ganz ein schöner Name. Also, wenn's unbedingt meinen, dann kommst halt einer, nicht? Ja, ich weiß schon. Jetzt ist nicht die richtige Zeit, dass ein Dienstbot bei einem Bauern um einen Dienst anfragt. Aber genau. Jetzt bin ich halt schon mal da. Ja. Warum soll ich denn dann wieder heimgehen? Ja, ja, richtig. Naja, und der Pfisterer, der wird auch bloß ein Mannsbold sein. Da hast du recht. Mannsbolder, die schauen sich die jungen Mädel nicht bloß gerne am Tag an. Auch am Abend. Also, bring mir nachher den Bauern. Wer schon fertig werden mit ihm? Ja. Bin schon mit ganz anderen fertig geworden. Du hast, du schaust genauso aus, als wenn du mit jedem fertig werden würdest. Jetzt hätte ich erst einmal eine Frage. Ja. Also, wo warst du zuletzt bei was für einem Bauern als Hauserin? Bei Gockholm. Was? Ich hab schwarz gearbeitet. Schwarz? Mhm. Kohlrabenschwarz. Ah, du warst bei einem Kaminkehrer. Nein, im Gegenteil. Bei einem Bäcker. Bei einem Schneeweißen. Mei, da hab ich alles gemacht. Da hab ich im Laden gearbeitet. Da hab ich in der Backstube geholfen. Die kleinen Kinder hab ich trocken gelegt. Einen Garten hab ich umgeräumt. Die Semmeln hab ich dreht. Und die Schweindeln hab ich gefordert. Und die Resel und die Liesel, das waren meine allerbesten Freundinnen. Aha. Das waren die Töchter vom Bäcker. Nein, das waren unsere zwei Kühe. Mei, ich mag halt die Viecher furchtbar gern. Ja, wenn wir gerade von den Viecher reden, da hätte ich durchaus auch noch Chancen, nicht, dass ich dir nicht unsympathisch bin. Ja, warum nicht? Wenn du der anständigste Mannsbild bist? Sieh mal, du hast gesagt, du sollst die Leiterwagen aufräumen. Du, jetzt kommt unser Bauer. Da kannst du gleich mit dir selber Tisch kriegen. Okay, das ist euer Bauer. Ja. Ha. Das ist aber noch ein fescher Mann, ha? Ja, fordert er. Schon? So, du. Wie heißt denn du? Als Kleins haben sie immer Spatz zu mir gesagt. Und das ist mir blieben. So. Naja, und alle, die mich gerade kennen, sagen Spatz zu mir. Aha. Wie heißt nachher du? Ich heiße Simmerl. Ah ja? Ja. Simmerl, so. Ja. Also nachher, vierte.
Für dich. Spatz. Komm ein Vogel geflogen. Oh mein, ach, schön ist da. So sauber und so gemütlich. Da könnte ich mich gleich in die Stuben verlieren. Dabei kenne ich die Leute da noch gar nicht richtig. Guten Abend. Ach, guten Abend. Gerade sagt mir der Simmerl, dass du schon wieder im Tanzplatz da bist, den ich in der Zeitung auch schon hab lassen. Das ist aber schnell gegangen. Ja, langsamer bin ich noch nie nicht gewesen. Bei mir muss alles schnell gehen. So, naja, wenn's meinst. Ja, was da, wenn's meinst. Wer lang meint, der weiß nicht viel. Und das eine sage ich der Bauer, bei dir da gefällt's mir. Da bleib ich. Und losbringen tust du mich nimmer. Nein, ich mein, probieren kann. Was heißt da probieren? Wir fangen mal gleich an. Hast du das Abendessen schon hinter dir, ja, ha? Oder soll ich da vielleicht was richten? Magst vielleicht ein paar Eier in der Pfanne? Nein, nein, ich hab schon gegessen, aber... Hast du, aber in Stall kann ich vielleicht noch hinterschauen. Geh, das hast du doch sagen wollen. Ja, freilich. Mei, ich hab ja die Viecherl auch so gern. Wo ich zuerst im Dienst gewesen bin, da haben wir zwei Kühe gehabt. Die Resel und die Liesel haben die geheißen. Und die zwei waren wie Geschwister zu mir. Nein, nein, ich will aber doch... Dass ich mich um die Ochsen auch kümmert? Ja, freilich. Ach, bei dem Bäcker, wo ich war, da haben wir auch einen Ochsen gehabt. Hansel hat der geheißen. So. Wir haben auch zwei Hansel da am Hof. Ja? Mein Sohn und ich. Wir sind aber keine Ochsen. So, und jetzt lass zur Abwechslung mich einmal reden. Ja, freilich, Bauer, red nur. Aber fass dich kurz, gell. Wie ich deiner knappen Beschreibung entnehmen hab können, warst du beim Bäcker in Stellung. Ja, beim Strasselbäcker im Simmertal. So. Also, Dirndl, du gefällst mir. Ja? Du mir auch, Bauer. So. Dann brauch ich ja gar keine Angst mehr haben. Da kannst du ja gar nichts mehr fein. Na, fein kann ja nichts mehr. Wenn's mich hast, im Gegenteil, dann hast du eher auch nichts viel. Weil arbeiten kann ich für zwei. So, für zwei. Mhm. Und reden tust für drei, dann haben wir schon fünf. Sag mal, wie heißt denn du eigentlich? Hintermeier heiß ich. Hintermeier? Ja. Aber komplizierter Name. Hat noch dein Vorname auch so eine fürchterliche Länge? Nein, nein, der ist umso kürzer. Alle, die mich kennen, sagen Spatz zu mir. Und die, die mich ganz besonders gern haben, sagen Spatzel. So? Mhm. Spatz? Also, direkt unsympathisch bist du gerade nicht, dann werden wir halt beim Spatzerl bleiben, gell? Ja, ist schon recht, Bauer. Sag einmal, wie heißen denn deine Kühe und deine Kälber alle? Bis jetzt haben wir halt Rindviecher gesagt dazu. Ach so. Aber wenn du magst, darfst du es auch umtaufen, wie es dir gerade passt. So, und jetzt pass auf. Du bist also von heute weg bei mir als Hauserin eingestellt. Mhm. Tu mir schön auf meine Sache aufpassen. Die Barbara, das ist die Mutter von meiner verstorbenen Frau, die wird dich in alles einweisen. Und wenn sie dann gut gefällt bei mir, dann sollst du das auch nicht zum Bereien haben. Für heute einmal per Handschlag. Alles andere machen wir dann morgen. Vergelt's Gott, Papa. Mei, jetzt ist mir schon ein Stein vom Herzen gefallen. Ich werde auch mein Möglichstes tun, damit ich euch nicht enttäusche. Ja, das werde ich. Pass auf. Guten Abend. Guten Abend. Da ist ja ein fremdes Mädel, ja, die kenne ich ja noch gar nicht. Hast du das schon noch kennenlernen? Das ist unsere neue Hauserin. Was? Hauserin? Ja, du kommst ja erst morgen. Warum soll ich denn morgen kommen? Bin doch heute schon da. Und froh sind wir, dass wir es heute schon haben. Ja, was ist denn das für eine? Wie heißt denn du? Spatz heiß ich. So, bist ein netter Vogel. Wie heißt denn nachher noch? Hintermeier. Ja, um Gottes Willen, das ist ja verkehrt. Spatz stimmt nicht und hinten stimmt auch nicht. Doch, doch, der hinten stimmt genau. Geh, Oma, was hast du denn Spassiges? Ah ja, weil es hinten und vorne alles verkehrt ist. Als Hauserin wird schon die Richtige sein. Geh, Spatz auf. Ich denk schon. So ist recht, jetzt glaube ich auch am Geister. Ja, der Hansl hat eingespannt, hoffentlich klappt. Alles, ja, und wie es klappt, da schau mal hin. Was ist denn? Wer ist denn das? Der Spatz. Was? Eine Stellung habe ich gegeben als Hauserin und vielleicht später sogar als Bäuerin. Was? Moment einmal, das steht ja nicht so ganz verkehrt. Das Geistertischerl hat gesagt, dass die Erste, die kommt, Hauserin wird. Ja. Und das ist der Spatz. Und dann kann ich nur noch zwitschern. Ja, nein, dann kannst du nur noch zwitschern. Also da sitzt der Bauer. Da sitzt der Hansel, da der Simmel, da der Sixtus. Na stimmt's. Na halt, die neue Hauserin, die ist ja auch noch da, die ist in die Waschküche gegangen. Da müssen wir noch ein Gedeck aufdecken. So, dann sind wir ja heute fünf.
Oh, guten Morgen, Barbara. Was ist, gibt's ja bald einen Kaffee? Wer ist das erwarten können? Hey, hey, hey. Nach wem schaust du denn aus, hä? Nach dem Hansl, aber nicht bald. Kommt mit der Seinigen. Mit der Seinigen. Jetzt ist ja schon zu spät dran, jetzt ist der andere da, ne? Ah. Jetzt kann die andere bloß noch einen Stallmarkt machen, Hansl, die Seinigen. So ein Pech haben. Ja. Muss uns das Madl im letzten Augenblick noch dazwischen kommen. Gerade als ob es Teufel hergeführt hätte, ja. Alle 14 Nothelfer von Salzburg. Ja. Ja, das dazwischen kommen, das wäre nicht so schlimm. Da hätte man vielleicht noch eine Schiebung machen können. Aber das Dumme ist, dass der Alte auf den Spatz, auf die Neue fliegt. Was sagst du das? Ja, das ist ja nur ein ganzer junger Gors. Eben, gerade auf die jungen Gorsen, da fliegen die alten Böcke am schnellsten. Das weiß ich aus Erfahrung. Los. Das ist doch nicht möglich. Freilich, alles ist möglich. Schau das einmal an. Eine Figur, einen Rahmenbau hat dieses Weibelein, ha? Ui, direkt Stromlinie, ja? Und Äugern, eine Architektur, ui. Und zwei Äugern und ein Goscherl, Teife, Teife, Sag einmal, siehst du's? Was hast du denn? Ja, bist jetzt, hast jetzt du auch schon Feier gefangen. Ja, und wie? Das Marl ist die reinste Brandstifterin. Gib mir Obacht, dass ich nicht als Feierspritzen dazwischen fahre, gell? Schämst dich du gar nicht in dein Alter. Nein, ein alter Stadel bringt halt schneller wie ein neuer, ne? Das ist bei uns älteren Herren eine Alterserscheinung. Ich kann's nicht glauben, dass der Bauer mit dem Spatz ernste Absichten hat. Du, und wenn's wirklich so ist, was tun wir denn dann da? Ausspannen. Was ausspannen? Das Madel den Bauern ausspannen. Ja, wer soll denn das machen? Ich, der Schnellspanner. Du? Ich werde sie im Ausspannen. Ja, und was tust denn du mit dem Madel? Bei mir wieder einspannen. Du bist und bleibst der damische Jahrgang. Jetzt hol ich einen Kaffee. Ui, ich hab immer das Gefühl, mit dem Marder, da werden wir noch allerhand zu tun kriegen. Und da hast du, Herr, da sind wir als Pfiffikus. Gell, das merkst du. Die Vögel wollen da früh pfeifen, die frisst abends die Katze. Ja, meinst du? Ja. Also ich hätte nichts dagegen, wie mich ein Netzkatzel fressen tat. Ich darf mich glattwegs fressen lassen. Oh Gott, das will ich noch. Brandstelle Nummer 2. So, jetzt kommt's zum Kaffee her. Ja. Du, wo sitzt denn die Neue beim Kaffee trinken? Auf ihren Hintern, warum? Ich darf mich gern neben sie hinsetzen, weil es mir nämlich gut gefällt. Ja, Herrschaftszeiten. Brennt's jetzt in dein Hirnkastel drin auch schon? Das schickst du ja. Lichterloh. Jetzt fehlt uns nur noch eine alte Feier sprechen. So, es regt der pfeift auch schon. Brandstelle Nummer 3. So, jetzt sitzt sie euch einmal her, sonst wird der ganze Kaffee wie ein Eiskaffee. Die Neue noch nicht da? Nein, die sind in der Waschküche hinter dir. Die heizt den Kessel an. Die heizt den Kessel? Ja. Brandstelle Nummer 4. Guten Morgen. Ich komme gleich zum Kaffee, gell? Ich wollte bloß noch einen Waschkessel anheizen. Und jetzt habe ich kein Zündhäutsel. Geht mir nicht vielleicht von euch jemand helfen, eine Feier machen? Ja, aber freilich können wir da Feier machen. Ja, das ist doch klar, dass wir da alles. Hast du jetzt sowas schon gesehen? Die drei Deppen veranstalten einen direkten Fackelzug. Aber wart's nicht, ich werde schon zur rechten Zeit löschen, bevor es gefährlich wird. Also da sitzt der Bauer, der Simmel muss halt da her an meinem Platz und die sitzt mit uns so dem Marl her als Feierspritzen. Ich werde euch schon eure sündhaften Gedanken austreiben, ich stopp an mich bitte. Es brennt lichterloh! Bei alle Viere! Seid ihr bloß drei! Nein, der Waschkessel sind Viere. Dankeschön, Bauer. Für was denn? Darf ich es anzünden? Dann danke dir halt auch recht schön. Für was denn? Auch fürs Anzünden. Ich habe auch anzünden. Bei mir hat sich noch niemand bedankt. Freilich. Alle drei habt ihr gut anzünden. Okay, ja. Aber richtig brennt uns erst beim Bauer. Jetzt schaut mal, da sein Kaffee drin. Du kehrst da für dich, gell? Nein, du kehrst da für dich. Jedenfalls viele Grüße an die Würmer. Geh aber selber. Schon fort. Haben wir es schon.
Ich weiß nicht, das war so eine spaßige Sitzung heute. Gar nicht so ernst, als wir so. Ja, ganz einfach, das war ein lustiger Geist. Die da drüben, die haben ja auch Gaudi Burschen, ne? Hätte doch besser im Arbeitsamt angerufen. Behörde ist eben doch Behörde. Ja, aber am Amt gibt's keine Herde. Behörde. Behörde, und was heißt Behörde? Die sind auch nicht Geistige wie unsere Geister. Und wenn es wirklich schief gehen sollte, dann fordern wir einfach noch mehr einen Geist an und da fragen wir gleich nach einem Intelligenten, ne? Ja, von mir aus. Meinetwegen, ich gehe jetzt in den Segen über. Ja. Muss ich mal das Leiterwagen noch in den Remisen schieben. Auf geht's, Leiterwagen. Leiterwagen. Ja? Leiterwagen, dass uns das nicht eher eingefallen ist. Wieso denn? Ja, weil das hätte auch der Geist aufräumen können. Ja, Frauele, mach's gar nichts mehr. Du, komm, jetzt verschwind. Kann ich wieder dann ausreiten? Ja, Geisterwachsen. Ja, schon nachher. Na, was sagst du denn? Ha? Hast du nicht hingehauen? Siehst du, bist ein Alodri. Du hast ja den Tisch immer mit die Knie hochkommen. Na ja, ja, nicht nur da muss man's haben, auch da muss man's haben. Ja. So, und jetzt will ich den Bauern, lass mir das Geld geben für die paar Massen, die wir kriegen, gell? Ja. Der Geist, der Wille ist ein Himmelreich. Ich kann es auch noch am Ast vertragen. Ich bin gleich wieder da. Lass es schmecken. Der Sixtus. Aber mich wundert nur eins, dass da der Vater nichts gespannt hat davon. Du, Hansl? Ja, Oma? Wenn die Zänzel nicht da ist, soll ich morgen in der Früh in den Stall hinausgehen. Na du, da wird doch der Simmel allein auch fertig. Du, und bis morgen Mittag ist bestimmt schon eine da. Und wenn's gut geht, sogar vielleicht zwei. Was zwei? Was tun wir denn mit zwei? Du sitzt dir mal hin. Ich muss dir was anvertrauen. Du, da siehst du's. Der hat jetzt gerade am Vater beim Tischlrucker ausgeschmiert und hat die ganze Geschichte so hidrat, dass die erste, wo kommt, Hauserin wird und auch Bäuerin. Und die zweite nicht mehr als Magd. Und ich fahre in aller Herrgottsfrüh zum Ramsauer Hof und hol die Froni ab. Und ihr müsst Obacht geben, dass mir keine dazwischen kommt. Was hab's denn da wieder für eine Lumpenstiege gemacht, das war? Und ich soll da mithelfen? Fräule. Alle 14 Nothelfer, verzeiht's mir, die sind. Du Oma, dein Wunsch geht dann auch in Erfüllung. Der Hof kriegt eine Bäuerin und ich krieg eine Frau. So wolltest du das doch immer schon haben. Ja, ja, das war freilich schon immer mein Wunsch. Ja. Wie heißt's denn? Froni heißt's. Froni Vordermeier. Ja, aber ich muss jetzt in den Stall als Ross und das Wägerl herrichten, gell? Und jetzt muss ich Obacht geben. Vierte. So, Froni heißt's. Na ja, ist ganz ein schöner Name. Also, wenn's unbedingt meinen, dann kommst halt rein, nicht? Ja, ich weiß schon. Jetzt ist nicht die richtige Zeit, dass ein Dienst vorbei einem Bauern um einen Dienst anfragt. Genau. Jetzt bin ich halt schon mal da. Ja. Warum soll ich denn dann wieder heimgehen? Ja, ja, richtig. Naja, und der Pfisterer, der wird auch bloß ein Mannsbild sein. Da hast die Mannsbilder, die schauen sich die jungen Mädel nicht bloß gerne am Tag an. Auch am Abend. Also, bring mir nachher den Bauern. Wer schon fertig werden mit ihm? Ja. Bin schon mit ganz anderen fertig geworden. Du hast, du schaust genauso aus, als wenn du mit jedem fertig werden würdest. Jetzt hätte ich erst einmal eine Frage. Ja. Also, wo warst du zuletzt bei was für einem Bauern als Hauserin? Bei Gockholm. Was? Ich hab schwarz gearbeitet. Schwarz? Mhm. Kohlrabenschwarz. Ah, du warst bei einem Kaminkehrer. Nein, im Gegenteil. Bei einem Bäcker. Bei einem Schneeweißen. Mei, da habe ich alles gemacht. Da habe ich im Laden gearbeitet. Da habe ich in der Backstube geholfen. Die kleinen Kinder habe ich trocken gelegt. Einen Garten habe ich umgeräumt. Die Semmeln habe ich gedreht. Und die Schweindeln habe ich gefordert. Und die Resel und die Liesel, das waren meine allerbesten Freundinnen. Aha. Das waren die Töchter vom Bäcker. Nein, das waren unsere zwei Kühe. Mei, ich mag halt die Viecher furchtbar gern. Ja. Aber wenn wir gerade von den Viecher reden, ja, da hätte ich durchaus auch noch Chancen, nicht, dass ich dir nicht unsympathisch bin. Ja, ja. Warum nicht? Wenn du da anständiges Mannsbild bist? Simmerle, du hast gesagt, du sollst den Leiterwagen aufräumen. Da, jetzt kommt unser Bauer. Da kannst du gleich mit dir selber Tisch kriegen. Okay. Das ist euer Bauer? Ja. Ha. Das ist aber noch ein fescher Mann, ha? Ja. Vorderteil. Ja. Schon? So. Du, wie heißt denn du? Als Glanz haben sie immer Spatz zu mir gesagt. Und das ist mein Blim. So. Naja, und alle, die mich gerade kennen, sagen Spatz zu mir. Aha. Wie heißt denn aber du? Ich war Simmerl. Ah ja? Simmerl, so.
Da schau her, der Hansl ratscht gemütlich mit der Großmutter. Ist halt doch ein Kittelschmecker, gell? Auch wenn der Kittel noch so alt und zäh wie eine Bockhaut ist. Du siehst es, ja? Die Oma hat heute so viel zu mir erzählen, die redet nur vom Heiraten. So, ja, ja, schön langsam wird's kindisch, das ist schon recht. Nein, mich möcht's unter die Haube bringen. Dich? Ja. Gott sei Dank, ich hab schon gemeint, ich bin das Opferlamm. Du, der Opferlamm. Das ist manchmal, könnte manchmal fressen. Ja, vor lauter Liebe, gell? Ja, oder was? Ja. Da braucht ihr ein paar Liter Rizinus seit der Nacht, ne? Ja. Alle 14 Nothelfer verzeiht. Siehst du, sitzt dir mal her. Ja. Du. Meinst du, dass das heute Abend zum Klappen kommt mit unserem Lumpenstückel? Ja, das muss klappen. Hast du dem Mädel auch geschrieben, dass wir heute deinem Vater das Tischruckerspiel vorspielen, die Komödie, ha? Und dass sie morgen die allererste sein muss, die sich als Hauserin bei uns vorstellt? Gerade wie es das du gesagt hast, so habe ich ihr geschrieben. Na gut. Dass sie die erste ist und um die Stelle als Hauserin anfragen kann. Na, ist ja gut. Und wenn es ein paar Wochen da ist, und sie ist wirklich so lieb und so nett, wie du immer sagst, dann werden wir deinem Vater schon so weit bringen, dass er dir auch eine rammsauerische Zerbäuerin gibt, gell? Du, da fehlt sie nichts. Ja, sie darf aber ja nicht sagen, wer sie ist, gell? Warum? Na ja. Sie heißt Froni Vordermeier und den Namen kennt doch der Vater nicht. Ja. Er kennt doch nur einen Hausnamen und der ist Ramsauer. Na ja, gut, Herr. Ja. Na gut, auf alle Fälle lasse ich heute Abend die Geister tanzen wie die Affen im Zirkus. Ja, ja. Bloß eine sehr wichtige Sache bräuchte ich noch, ja. Ja, was wäre das? Eine Flasche Schnaps. Ein Schnaps? Ja. Für was brauchst du denn den? Zum Saufen, hast du gemeint, zum Einreiben. Ja? Na, weißt du, wenn bei mir oben der Geist ein bisschen nachlässt, dann brauche ich etwas aus der Geisterflasche zum Nachfüllen. Ja? Ja. Also auf den Schwindel bin ich neugierig. Ja, das ist das allerwichtigste Instrument, was es gibt. Eine Flasche Schnaps. Na ja, also, wenn das Einzige ist, was da noch abgeht dazu, ja, da soll man nicht drauf zusammenkommen. Na, ist schon nachher. Jetzt pass auf. Herr mein Pulver. Da hast du ein paar Michael, schau her. Den kaufst du einen Schnaps dafür. Das ist aber ein billiger Schnaps. Na, der tut schon lang für dich. Ja, gut. Du, aber dass das klappt, das ist deine Sache, gell? Ja, das klappt schon. Ich hol die Ramsauer-Tochter, dass sie morgen in der Früh um 7 die Erste ist, die zur Stelle als Hausrin anfragen kann. Das ist das Allerwichtigste, jawohl, gell? Also. Und ich geh jetzt zum Graben über und hol mir meinen Geister-Nachfüllflaschen, gell? Du brauchst keine Angst haben. Wird schon klappen. Oh. Ja, siehst du's. Ich muss mich bloß eisern zusammenreißen, dass mir da das Lachen nicht auskommt. Du, Hansl. Ja, Oma. Morgen kriegst du den Leibspeis. Ja. Kartoffelknödel. Ja, Gott sei Dank. Endlich einmal wieder. Du, und trag noch recht viel auf. Vielleicht sitzt die neue Hauserin schon am Tisch. Oh, war mir lieb ist, dass die neue Bäuerin am Tisch sitzen. Solche Berge Knödel da die auftragen. Du, die Bäuerin ist auch nicht mehr weit. Die Erste, wo kommt, wird Hauserin und auch meine Bäuerin. Warum gerade die Erste? Nein, weil mir das gerade so einbaut. Und man sagt doch immer, nichts Besseres kommt nicht nach. Ja, hoffentlich kommt der Gescheit. Ja, ich drück da alle zwei Damen und Zehenwussel die einen durcheinander. Hansl! Ja? Du Hanslschnecke, Stallen aus! Zieh zu uns, der Markt ist umgefallen, rührt sich nicht mehr und rettet sich nicht mehr. Was, die Zins? Umgefallen? Ja, was tun wir denn da? Da müssen wir nachschauen. Komm, ja, schnell! Ja, schauen wir noch. Ja, schnell! Hast du ihn gehört? Schnell! Hast du mich schon einmal schnell gesehen? Ja. Außerdem pressiert sie ja nicht mehr, die liegt da bereits. Ja, jetzt geh doch. Hör nicht hudeln. Hör nicht pressieren. Der Rinde fein nicht, gell? Geht schon. So, und der hat gleich kalte Umschläge machen und der hat in die frische Luft raus und fahrt sie zum Doktor rüber. So was. Legt sie hin und rührt sie nicht mehr, ha? Aber das kommt nur von der Malafiz-Tanzerei und von der Rumbussiererei. Ich war auch mal jung. Ich habe auch getanzt und im Bussieren war ich auch keine Schlechte. Aber wenn ich mich da am anderen Tag aber gleich hinlegen hätte müssen, hätte ich mir gleich mal liegende Beschäftigung schauen müssen. Alle 14 Nothelfer, verzeiht mir das. Was ist jetzt mit der Zins? Ja, ich glaube, so arg ist es nicht, Oma. Wir haben jetzt am Wagen aufgekommen und der Simmel fährt zum Doktor rüber. Das ist jetzt dumm. Jetzt haben wir morgen im Stall draußen niemals als wie ein Simmel. Oma, schau, das macht doch nichts. Du, auf das Heiratsinserat, da wird sich bestimmt eine mehrer melden und die können wir dann zur Aushilfe als Magd schon einstellen. Ja, hoffentlich kommt der Gescheite. Ich hoffentlich. Ach, sowas fällt die um. Was
fahrt denn der Simmerl mit der Zinzi? Zum Doktor ist er hinübergefahren. Ich weiß aber nicht, was er hat. Die wird schon das Richtige haben. Da haben wir so in der letzten Zeit schon immer gedacht. Der Unwohlsein, jeden Augenblick. Und die Figur, die wird doch jeden Tag molliger. Ja, das ist halt ein Zeichen, dass ihr bei uns nichts abgeht. Nein, gewiss nicht. Ich glaube, er hat ein bisschen zu viel erwischt. Ach, so meinst du? Ja, genau so, Mann. Ist auch eine Gaudi mit der Zinzi. Fällt die Stange gerade um. Siehst du's? Was hast du denn? Sag mal, was machst denn du am helllichten Tag mit der vollen Flasche Schnaps in der Hand? Erstens ist der Tag nicht mehr so hell. Zweitens geht es der Geisterstunde entgegen. Und drittens ist die Flasche schon lange nicht mehr voll. Was denn die überhaupt her? Hab ich von meiner Großmutter gekriegt zum Muttertag. Meine Großmutter ist ja mindestens schon 20 Jahre tot. Das macht ja nichts. Seit ich Beziehungen zur Geisterwelt habe, kriege ich jede Woche ein Liebespaket und diesmal war eine Flasche Schnaps dabei. Das mögen aber schöne, blöde Geister sein, die dir alten Saufhausen einen Schnaps spendieren. Oha, oha, gell, langsam mit dir los, gell. Ja. Also, die Zins habe ich jetzt abgeliefert beim Herrn Doktor. Ja? Es wird noch eine ganze Zeit lang dauern, hat er gesagt, weil es nämlich ins Krankenhaus muss. Schön. Ja. Und was fehlt dir denn? Das hat mir der Doktor nicht gesagt. Also. Warum hat er da nichts gesagt? Weil ich ihn nicht gefragt habe. Herrgott, bist du ein Depp? Ja, jetzt können wir gleich anfangen. Jetzt sind wir vier. Was? Vier Deppen? Nein! Vier Mannsbilder zum Tisch und Rücken, ne? Also. Wieso vier? Wer denn? Ich? Da kommt lang nichts, dann kommst du. Dann kommt der Hansel und der Simmerl. Simmerl, das ist die Herzchance, die weiterkommt. Der Simmerl? Ja. Das mag eine nette Garde werden. Warum? Sag mal, Simmerl, verstehst du überhaupt was vom Okkultismus und vom Spiritismus? Gell, du weißt ganz genau, dass ich nicht heikel bin. Milmus, Grismus, ist ja alles und Vincemus, auch ein Spiritismus. Der Kerl denkt bloß ans Fressen. Aber wichtig ist, dass er ein paar Hände hat, das ist sehr wichtig. Ja? Also zuerst noch einen Schluck von meinem Geist. Nein, das geht schon wieder gut an. Da glaube ich, kommt nichts Gescheites raus dabei. Gott, da wirst du täuschen. Haha, heute lasse ich die Geister tanzen, heute sind sie wichtig. Jetzt pass auf, Sim. Jetzt tun wir deine Bratzen da her. Nein, auseinander, so. Der kleine Finger muss bei mir anstoßen, der Daumen und drüben, sodass wir den Geisterring schließen können. So, sind wir soweit? Also nachher. Alle guten Geister, steht uns bei. Wir brauchen eine Hauserin und eine Weih. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Warte mal. Da sehe ich halt wieder schwarz. Ja, da sehe ich schon eher blau, du weißt schon gut. Schau, der warte ein bisschen, der mir weg. So, also jetzt fangen wir an. Herrgott, hat der dreckige Bratzen, sag mal, schämst dich gar nicht. Warte ein bisschen, was ja, mich nicht. Das bleibt sitzen, sonst werden wir ja nicht fertig. Red doch keinen Unsinn und fangen wir mal an. Also, liebe Geist, bist du da? Da ist er, ist er da, gell? Ja? Siehst du, das haben wir schon gegriffen. Also, na, also jetzt fangen wir an, gell? Siehst du es? Was denn? Warte ein bisschen. Was denn? Ich muss mich schnell noch schneiden. Jesus, Maria, geht's her. Also, Simmerl, ja, Gottes Willen. Also, mach jetzt einmal zu, sonst verschwindet der Geist wieder, der wohl schon mal da war. Das ist ja ein Geisterring ist geschlossen. Also, sind wir soweit. Geist, bist du da? Ja, ist er doch, ja. Also, lieber Geist aus dem Jenseits, wenn du ein guter Geist bist, dann klopfe bei Ja einmal mit dem Tisch und bei Nein klopf bitte zweimal. Hast mich verstanden? Siehst du das? Sag mal bitte. Hab mich sofort verstanden. Ne? Also pass auf. Wir bräuchten eine Hauserin und eine Bäuerin. Weil wir uns aber das nicht leisten können, du weißt ja selber, wie viel die Weiber essen. Und dann ist es vielleicht am besten, wenn wir das so machen würden, wenn du uns eine Hauserin schicken tätest, die auch später dann Bäuerin werden könnte. Hast mich verstanden? Ja, siehst du es? Wir haben jetzt ein Inserat aufgegeben und es müssten wir wissen, die welche die Hauserin und spätere Bäuerin wird. Die wievielte? Die erste. Haben wir schon. Die erste, wo kommt, ist Hauserin und wird später Bäuerin. Ja, frag doch auch gleich noch am Markt. Das eine brauchen wir doch auch noch. Ja, richtig. Ja. Es geht schon aufwaschen. Gell? Hallo, bist du da? Ja, ist schon da. Also, wir bräuchten jetzt aber auch noch eine Magd. Die wievielte soll es denn sein von denen, die sich vorstellen bei uns? Die zweite. Siehst du das? Haben wir schon. Die erste wird Hauserin, später Bäuerin und die zweite wird die Magd, die Stallmagd. Na also, na haben wir es ja. Herzlichen Dank für die Dienstbotenbeschaffung. Soll der Bauer vielleicht ein paar Maß Bier stiften für die armen Seelen? Ja? Na sicher. Wie viel denn? 5 Maß! 5 Maß Bier! Hast du es gesehen? Ja! 5
Sag mal, spinnst du? Wir sind ja bloß vier. Ja, vielleicht hat der Geist auch noch durch, ne? Also herzlichen Dank für die Bierbeschaffung, für die Dienstboten, gell? Auf Wiedersehen. Also nachher. Vierte. Vierte. Batz. Komm ein Vogel geflogen. Oh mein. Ach, schön ist da. So sauber und so gemütlich. Da könnte ich mir gleich in die Stuben verlieren. Dabei kenne ich die Leute noch gar nicht richtig. Guten Abend. Ach, guten Abend. Gerade sagt mir der Simmel, dass du schon wieder dem Tanzplatz da bist, den ich in der Zeitung auch schon mal blassen. Das ist aber schnell gegangen. Ja, langsamer bin ich noch nie nicht gewesen. Bei mir muss alles schnell gehen. So, naja, wenn's meinst. Ja, was da, wenn's meinst. Wer lang meint, der weiß nicht viel. Und das eine sage ich der Bauer. Bei dir da gefällt's mir. Da bleib ich. Und losbringen tust du mich nicht mehr. Nein, ich mein, probieren kann. Was hast du da probieren? Wir fangen mal gleich an. Hast du das Abendessen schon hinter dir, ha? Oder soll ich da vielleicht was richten? Magst du vielleicht ein paar Eier in der Pfanne? Nein, ich hab schon gegessen, aber. Hast schon, aber in Stall kann ich vielleicht noch hinterschauen. Geht, das hast du doch sagen wollen. Ja, freilich. Mei, ich hab ja die Viecherl auch so gern. Wo ich zuerst im Dienst gewesen bin, da haben wir zwei Kühe gehabt. Die Resel und die Liesel haben die geheißen. Und die zwei waren wie Geschwister zu mir. Nein, ich will aber doch. Weißt du, dass ich mich um die Ochsen auch kümmert? Ja, freilich. Ach, bei dem Bäcker, wo ich war, da haben wir auch einen Ochsen gehabt. Hansel hat der geheißen. So. Wir haben auch zwei Hansel da am Hof. Ja? Mein Sohn und ich. Wir sind aber keine Ochsen. So, und jetzt lass zur Abwechslung mir einmal reden. Ja, freilich, Bauer. Red nur, aber fass dich kurz, gell. Wie ich deiner knappen Beschreibung entnehmen hab können, warst du beim Bäcker in Stellung. Ja, beim Strasselbäcker im Simmertal. So. Also, Dirndl, du gefällst mir. Ja? Du mir auch, Bauer. So. Dann brauch ich ja gar keine Angst mehr haben. Da kannst du ja gar nichts mehr fein. Nein, fein kann ja nichts mehr. Wenn du mich hast, im Gegenteil, dann hast du eher auch nicht viel. Weil arbeiten kann ich für zwei. So, für zwei. Mhm. Und reden tust du für drei, dann haben wir schon fünf. Sag mal, wie heißt denn du eigentlich? Hintermeier heiß ich. Hintermeier? Ja. Ist aber ein komplizierter Name. Hat noch dein Vorname auch so eine fürchterliche Länge? Nein, der ist umso kürzer. Alle, die mich kennen, sagen Spatz zu mir. Und die, die mich ganz besonders gern haben, sagen Spatzel. So? Mhm. Spatz? Also, direkt unsympathisch bist du mir gerade nicht, dann werden wir halt beim Spatzerl bleiben, gell? Ja, ist schon recht, Bauer. Sag einmal, wie heißen denn deine Kühe und deine Kälber alle? Bis jetzt haben wir halt Rindviecher gesagt dazu. Ach so. Aber wenn du magst, darfst du es auch umtaufen, wie es dir gerade passt. So, und jetzt pass auf. Du bist also von heute weg bei mir als Hauserin eingestellt. Mhm. Tu mir schön auf meine Sache aufpassen. Die Barbara, das ist die Mutter von meiner verstorbenen Frau, die wird dich in alles einweisen. Und wenn sie dann gut gefällt bei mir, dann soll es das auch nicht zum Bereiten haben. Für heute einmal per Handschlag. Alles andere machen wir dann morgen. Vergelt's Gott, Papa. Mei, jetzt ist mir schon ein Stein vom Herzen gefallen. Ich werde auch mein Möglichstes tun, damit ich euch nicht enttäusche. Ja, das pass auf. Das. Guten Abend. Guten Abend. Da ist ja ein fremdes Mädel, ja, die kenne ich ja noch gar nicht. Du hast das schon noch kennenlernen. Das ist unsere neue Hauserin. Warte, Hauserin? Ja, du kommst ja erst morgen. Warum soll ich denn morgen kommen? Bin doch heute schon da. Und froh sind wir, dass wir es heute schon haben. Ja, was ist denn das für eine? Wie heißt denn du? Spatz heiß ich. So, bist ein netter Vogel. Wie heißt nachher noch? Hintermeier. Ja, um Gottes Willen, das ist ja verkehrt. Spatz stimmt nicht und hinten stimmt auch nicht. Doch, der hinten stimmt genau. Geh, Oma, was hast denn Spassiges? Ah ja, weil es hinten und vorne alles verkehrt ist. Als Hauserin wird schon die Richtige sein. Geh, Spatzer. Ich denk schon. So ist recht, jetzt glaub ich auch am Geister. Ja, der Hansl hat eingespannt, hoffentlich klappt. Alles ja, und wie es klappt, da schau mal. Was ist denn? Wer ist denn das? Der Spatz. Was? Eine Stellung habe ich gegeben als Hauserin und vielleicht später sogar als Bäuerin. Was? Moment einmal, das steht ja nicht so ganz verkehrt. Das Geistertischerl hat gesagt, dass die Erste, die kommt, Hauserin wird. Ja. Und das ist der Spatz. Und dann kann ich nur noch zwitschern. Ja, nein, dann kannst du nur noch zwitschern. Also da sitzt der Bauer. Da sitzt der Hansel, da der Simmel, da der Sixtus. Na stimmt's. Na halt, die neue Hauserin,
Die ist ja auch noch da, die sind in die Waschküche gegangen. Da müssen wir noch ein Gedeck aufdecken. So, dann sind wir ja heute fünf. Lachen macht das Leben schön, jetzt ist gleich so weit. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Da schon her, Schwiegermama. Wieder recht fleißig bei der Arbeit, hä? Ja. Soll er helfen? Was denn? Kartoffelschälen. Du und Kartoffelschälen. Da kann schon sein, dass unsere Schwindeln das meiste kriegen und mir dann hungrig vom Tisch aufsteht. Nein, ich wäre schon allein fertig. Schau du lieber, dass bald eine gescheite Hauserin am Hof kommt. Ja, mei, übers Knie kann ich das nicht brechen, gell? Und du darfst uns wirklich glauben, dass ich alles mache, dass wir eine Hauserin herkriegen. Aber hexen kann ich auch nicht. Nicht? Müsst ihr sie ja inzwischen gelernt haben, mit Tischel, Ruck und Geister beschweren, was du alleweil magst, mit den dreimal verteiften Hexenklub übereinander. Alle 14 Nothelfer verzeiht's mir, die sind. Hast wieder mal deine Lieblingsplatten aufgelegt, hä? Nieder mit dem Spiritismus. Aber tröste dich, das verstehst du nicht. Ja, das will ich auch nicht verstehen. Tischel, Ruck und Geister beschweren, wie man so was Sündhaftiges machen kann. Erst bei der letzten Sitzung haben wir gesagt, dass wir bei der nächsten Sitzung, die ja sowieso heute ist, die Geister einmal befragen, wegen einer Hauserin und ob sie uns vielleicht einen guten Rat geben können, dass sie selber noch den Hafen der Ehe ansteuern können. Du, da muss ich ja gleich lachen. Nein, es ist schon was. Auf unserem Hof, da fehlt eine weibliche Fürsorge. Der Hansl, der braucht eine Frau, du brauchst eine Schwiegertochter, ich brauche eine Helferin und das Viech im Stall braucht eine Bäuerin, nicht? Jetzt will ich dir mal was sagen. Damit du wieder beruhigt bist. Morgen werden wir vielleicht schon eine neue Hauserin haben. Na, was sagst du jetzt? Ja, was soll denn die herkommen? Unser Rat habe ich in Zeitung neu drucken lassen. Und morgen werden schon die ersten Bewerberinnen kommen. Du hast in Zeitung was neu. Was hast du denn neu schreiben lassen? Ja, dass halt der Pfisterer Hof eine Hauserin sucht, eine recht fleißige, eine tüchtige, der was versteht und was kann. Ja, hättest du noch reinschreiben sollen, eine Sauberin muss sein und eine Ledige soll sein und eine Junge soll sein. Wie das? Ja, weil sie sich noch machen lassen. Für einen Hansl, weißt du, das lässt sich leicht aus einer fashionschneidigen Hauserin eine liebe Jungbäuerin machen. Ja, und wenn doch eine so vielleicht aus dem Mittelalter kommt, dann kann man vielleicht eine fashionschneidige Altbäuerin draus machen. Geh, fangst du jetzt schon wieder an? Nein. Schau, wie ich das erste Mal geheiratet habe, dann habe ich die als Schwiegermutter mitgekriegt. Ja, meine Frau ist mir ja leider gestorben. Aber die habe ich auch noch. Ja, und jetzt, wenn ich noch mehr heiraten darf, dann kriege ich ja noch mehr Schwiegermutter. Noch kein Verschaller, haben Courage dazu. Du kannst die Fall mit mir nicht begehen als Schwiegermutter, gell? Nein, das tue ich auch gar nicht. Ich hätte mir gar keine bessere Wünsche, als wie ich die habe. So, und jetzt hörst du auf mit deinen Male Fitzkartoffeln. Da schon her, die gibt's deine Schweinderl heute alle. Ja, spitz den, du, ha? Die sollen heute auch einmal Freude haben. Ich muss sowieso noch fort, dann bring er dir vom Kramer gleich ein Backerl fertig mit, gell? Ja, der Hans Wurst haut mir die ganzen Kartoffeln ins Sauerkraut rein. Aber morgen kriegst du nichts zu essen, bloß eine Nudelsuppe ohne Nudeln. Du alter Spiritus Dandler. Ja, Oma, sag einmal, wer hat denn die so aus dem Häusl gebracht, dass du gar so schimpfen musst? Hansl, komm rein, mit dir hab ich was drin, ganz was Wichtiges. Ja, wenn's was Wichtiges ist, dann komm ich natürlich sofort. Der muss mir nicht sagen, ob er schon ein Mädel hat. Um was dreht sich's denn um? Ums Heiraten. Ums Heiraten? Mhm. Meinst du nicht, dass ich da ein bisschen zu jung bin für dich? Geh, Kasperl, für mich doch nicht. Sag einmal, hast du noch nie ans Heiraten gedacht? Also wenn du schon so neugierig bist, dann kann ich dich nicht mehr länger zappeln lassen. Und dass mir die Mädel nicht mehr gleichgültig sind, das ist doch klar. Hast du schon eine am Bantel? Freilich. Du, und wie ich die am Bantel hätte. Aber leider ist die verkehrte. Mit der komme ich nie zum Heiraten. Ja, warum das? Ja, weil mein Vater da nie einwilligen tät zu der Hochzeit. Na, kennt er's denn? Ja, schau, sie kennt er nicht, aber ihrem Vater kennt er. Und mein Vater und ihr Vater, die sind wie Hund und Katzen aufeinander. Ja, ist er hiesige. Ja, 3 Stunden von da haben sie einen Anwesen. Der Ramsauer Hof. Ist da doch ein Begriff, oder? Der Ramsauer Hof! Ja. Am Ende derselbige Ramsauer, der mit deinem Vater einen Prozess gehabt hat wegen dem Fischwasser. Gerade derselbe.
Oh, du lieber Gott, nein. Ja, was tun wir denn da? Ja, Oma, da können wir nichts Besseres tun, als wir abwarten. Abwarten? Da haben wir keine Zeit dazu. Du musst heiraten und zwar bald. Sonst kommt dein Vater nur auf Heiratsgedanken und für dich ist der schöne Hof beim Teufel. Ja.